Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit Slime Attacks Reloaded. Hier habe ich Multipacks für euch. Es gibt zwei verschiedene Multipacks, und zwar entweder die hier mit Becky Lynch oder welche mit Roman Reigns. Ich habe mir jeweils drei Stück gekauft, wobei mittlerweile hätte ich mir eigentlich vier kaufen müssen, denn es gibt ja vier verschiedene Rares mittlerweile. Die Bronze, Silber, Gold wie gehabt und jetzt auch noch diese Ultra Rares, die Platinum Red Limited Edition Cards. Aber ich bin bei den dreien erstmal geblieben, weil ich ja eh eigentlich davon ausgegangen bin, nie eine Ultra Rare zu bekommen. Hat dann ja im letzten Video, wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Wurde ich eines Besseren belehrt und naja, mal gucken. Also wir haben jetzt auf jeden Fall hier drei Stück. Wir fangen mit den Becky Lynch Multipacks an. 35 Karten enthalten plus eine Becky Lynch limitierte Karte. Entweder halt hier, wie gesagt, in Bronze, Silber, Gold oder in Ultra Rare. Welche limitierte Karte bekommst du? Steht dann hier nochmal groß drauf. Das Ganze für 5,99 €. Hier sind die Booster Packs. Hier sieht man nochmal die 100 Club Karten hier. Drew McIntyre als 101-101 Karte. 400 seltsame Karten zum Sammeln. Four Cartas Imparables para Collezionare oder so ähnlich, wie auch immer. Na egal. Hier steht nochmal 5,99 €. Ja, dann fangen wir mit dem ersten Multipack an und schauen, was wir für Karten drin haben und vor allen Dingen, welche Becky Lynch Limi wir in den drei Packs haben. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall die Gold Limi bekommen. Und eigentlich müsste ich mir, nachdem ich jetzt Drew McIntyre als Ultra Rare habe, eigentlich hoffen, hier auch eine Ultra Rare zu bekommen. Aber ich will nicht unverschämt sein, ich bin froh über die Ultra Rares, die ich bekommen habe. Und wir gucken einfach mal, was jetzt drin ist. Ich lasse mich überraschen. So, los geht's. Erstes Booster Pack. Und wir haben hier John Cena. Die Super Rare Karte von John Cena. Fängt ja schon mal gut an. Super Rare John Cena. Dann hätten wir The Street Profits. Dann ein Hall of Famer Mick Foley. Akam. James Drake. Und Charlotte Flair als Pay-Per-View-Booster Royal Rumble. Dann haben wir hier den WWE Championship. Dann Lucha House Party. Ravishing Rick Rude, Hall of Famer. Diesel. Dann Velveteen Dream. Und The Fiend Bray Wyatt als SummerSlam-Booster. So. Schup. Dann haben wir Ricochet, eine Future Legend. Dann haben wir Bailey, Tony Storm, Mercedes Martinez, Raquel Gonzalez und schließlich Aleister Black, ein Pay-Per-View Booster von Extreme Rules. So. Der NXT UK Tag Team Championship. Dann Kushida. Angelo Dawkins. Ruby Riott. Danny Burch und One Lorcan. Und Roman Reigns Pay-Per-View Booster von Super Showdown. Letzter Booster vor der Limi. Und da hätten wir ein WrestleMania Booster. Und zwar Otis. Die sehen richtig cool aus, die WrestleMania Booster. Dann haben wir Marcel Bartel, Mustafa Ali, The Big Boss Man, AJ Styles, eine Rare-Karte, sehr cool. Und Drew McIntyre, Pay-Per-View-Booster vom Royal Rumble. So, jetzt die Becky Lynch, das Becky Lynch-Booster. Welche Limis ist, gucken wir uns erst zum Schluss an. Wir machen erstmal die Karten durch. Kevin Owens, Pay-Per-View-Booster von Extreme Rules. Dann hätten wir Io Shirai, eine Future Legend-Karte. Nochmal Future Legends, Lacey Evans. Dann der Undertaker. Dann ein Finisher. Der Spear von Edge. Das erste Mal, dass wir einen Finisher jetzt haben in diesem Multipack. Und die limitierte Karte von Becky Lynch ist
Yes! Die Gold-Limi, das ist doch schon mal richtig, richtig nice. Sehr, sehr geil. Okay. Dann weiter geht's. Na, komm schon, geh auf. Machen wir den zweiten Multipack auf. Ist schon mal sehr gut, dass ich die Gold-Limi habe. Das gefällt mir schon mal. So. 3, 4, hoppala, 5 und 6. Auf geht's. Und 6 neue Booster. Was haben wir hier? Den NXT North American Championship. Dann Eddie Guerrero, der Hall of Famer. Dann Shorty G. Ramblin' Rabbit aus dem Firefly Funhouse. Dann Mia Yim oder so ähnlich. Und Seth Rollins Pay-Per-View Booster von Super Showdown. Oh. Hell in a Cell. Ein Pay-Per-View Booster für Kairi Sane. Dann The New Day. Johnny Gargano, eine Future Legend. Dann X-Pac, Hall of Famer. Noch eine Future Legend, Lacey Evans. Und schließlich noch Aliyah, keine Ahnung, wie die ausspricht, von NXT. Dann haben wir, ein Iconic Finisher. Und zwar der Sharpshooter von Bret the Hitman Hart. Sehr, sehr geil. Dann haben wir The Miz. Dann Wesley Blake, Tommaso Ciampa und Booker T als Hall of Famer und schließlich noch der Pay-Per-View-Booster von Hell in a Cell, Daniel Bryan. So, ne? Und, meine erste Golden Icon-Karte, die WWE Golden Icons The Rock. Sehr, sehr cool. Dann Joe Coffey. The Fiend Bray Wyatt. Family Firefly Funhouse. Sami Zayn. Rey Mysterio. Eine Rare-Karte da unten. Und Andrade. Pay-Per-View-Booster vom Royal Rumble. Ich würde sagen, die Firefly Funhouse Family oder so irgendwas ist das ja quasi. Und, Drew McIntyre, Club 100, die 101-101-Karte. Ja, Hammer, wie geil ist das denn? Dann haben wir Xia Li, Diamond Dallas Page, Hall of Famer, The Big Boss Man, noch ein Hall of Famer, und Sasha Banks. Und dann haben wir noch Alexa Bliss mit dem Pay-Per-View Booster vom SummerSlam. Und die nächste Becky Lynch-Limi erwartet uns. So, 3 fehlen uns noch. Silber, Bronze und die Ultra Rare natürlich noch. Dann haben wir Nikki Cross Pay-Per-View Booster, ebenfalls vom SummerSlam. Dann haben wir hier Road Dogg Jesse James Hall of Famer, Shorty G. Wieder eine Rare-Karte, Rey Mysterio. Dann Asuka Club 100, sehr nice. Und die zweite Limi von Becky Lynch ist die Bronze-Limi. Ah, jetzt fehlt nur noch die silberne. Und wie gesagt, natürlich die krass seltene Ultra-Rare-Karte. So. Ach, toll, wieder nur ein Stück Plastik abgerissen, ey. Ja, gehen die in die Lasche rein und rufen es so auf. Finde ich ja gar nichts. Bin ich schmerzfrei. So. Und dann das Booster mit der Limi. Und die 1, 2, 3, 4, 5 übrigen Booster. So, fangen wir an, beziehungsweise machen wir weiter. Das ist ja, wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir nehmen sogar schon eher dem Ende. Wir haben die Hälfte ja schon rum. Da hätten wir den SmackDown Tag Team Championship.
Dann Daniel Bryan, The Usos, Keith Lee, ein Future Legend, nochmal Keith Lee, allerdings hier normale NXT-Karte, und Shayna Baszler, Pay-Per-View-Booster von der Survivor Series. Dann haben wir hier Otis, Money in the Bank, Cash-In, Bret the Hitman Hart als Hall of Famer, Aleister Black, Future Legend, der Undertaker, Kane und Killian Dane. Dann haben wir wieder einen Iconic Finisher, und zwar von Kane, der Chokeslam. Dann Robert Root und Dolph Ziggler, Fabian Aichner, Edge, Matt Riddle und schließlich Angel Garza, Pay-Per-View-Booster vom Super Showdown. Dann der WWE Championship. Trent Seven, Randy Orton, Roman Reigns und Mansoor, oder so ähnlich, Mansoor. Und dann haben wir hier The Fiend Bray Wyatt, Pay-Per-View-Booster vom SummerSlam. The Fiend. Ah, und da haben wir wieder einen Finisher. Und zwar der Coup de Grâce von Finn Balor. Sehr, sehr nice. Mr. Perfect, Kurt Hennig, ein Hall of Famer. Dann Maryse, Ruby Riott, Shayna Baszler, ein Future Legend, und Randy Orton, Pay-Per-View Booster von Hell in a Cell. Und das letzte Booster mit der dritten Limi von Becky Lynch. Was werden wir drin haben? Die fehlende silberne Limi? Nochmal eine goldene, nochmal eine bronzene oder vielleicht sogar die Ultra Rare, wer weiß. Andrade, Royal Rumble Booster, dann Diamond Dallas Page Hall of Famer, Keith Lee, eine Future Legend Karte, dann Booker T Hall of Famer und der WWE Women's Tag Team Championship und die letzte, dritte und letzte Limited Edition Karte von Becky Lynch ist die silberne. Ja, also, wir haben alle drei komplett. Aber irgendwie, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich wollte die Ultra Rares eigentlich gar nicht, aber ich bin jetzt doch irgendwie doch ein bisschen enttäuscht, dass ich keine habe. Ich will jetzt diese Ultra Rare Karte von Becky Lynch. Ich bin echt überlegen, mir nochmal Multipacks zu kaufen. Was meint ihr? Soll ich mir nochmal Multipacks kaufen? Soll ich auf die Suche gehen nach dieser blöden Ultra Rare Karte? Mal gucken. Also wenn ich in den Roman Reigns Multipacks, wenn ich dann Ultra Rare von Roman Reigns habe und mir wirklich noch Becky Lynch fehlt, dann mache ich es auf jeden Fall. Wenn mir Roman Reigns auch fehlt und ich nur in Anführungszeichen Drew McIntyre habe, dann bin ich mir überlegen. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich auf die Suche gehen nach der Ultra Rare Karte oder eher nicht. Ja, und wie immer natürlich, schreibt mir alles, was euch hier zu WWE einfällt, zu Slam Attacks Reloaded. Haut es in die Kommentare, lasst uns da ein bisschen drüber schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt dann auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Alternativ könnt ihr gerne auch auf den Discord-Server kommen, da informiere ich auch immer über neue Videos. Dort könnt ihr dann auch mit mir und anderen über die verschiedensten Themen diskutieren. Discord ist komplett kostenlos und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ebenfalls in der Videobeschreibung findet sich der Link zu meinem Zweitkanal Toys@Langley1013. Hier gibt es Speedbuilds, diverse Lego-Sets, Zeitschriften, Reviews sowie verschiedene Lego-Unboxings. Schaut gerne mal vorbei und auch dort könnt ihr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.